Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei einem Advent-Special. Das ist heute der dritte Advent und ich nehme mal hier die Pause raus. Dann kann ich nämlich auch komplett das Ding resetten. Das ist ein Game von Sunsoft. Ich habe das ja im Chat schon mal angehört. Das ist halt das Game zu den Moomins. Falls das noch irgendeiner kennt vom ZDF. Grüße erstmal hier an den Perudo, der fleißig die Serie guckt. Und J1, ihr habt gesehen, wo er es kommentiert. Wie schon gesagt. Die Erwähnung natürlich der großartige Herr Rimtour. Ich schmeiß mich wie immer vor dir in den Dreck. Du bist der Einzige, der sich, glaube ich, die Videos anguckt. Also, falls du irgendwann mal Freibier auf Lebenszeit hast, denk an mich. So. Was ist das Game? Also, die Mummins, vielleicht, wenn ihr noch einer kennt, die. Ich glaube, ZDF war das. Und ich glaube, der großartige englische Let's Player Kikosha, für den ich ja gerne auch mal Werbung mache, der hat halt einen alten Stil, hat aber ziemlich ganz genau, was Games angeht, relativ meinen Geschmack, deswegen passte das immer ganz gut, wenn ich den geguckt habe. Und er hat irgendwann tatsächlich davon sogar ein Let's Play von gemacht. Ich hatte das Ding völlig vergessen, weil es ist, kann ich euch sagen, nicht so schlecht. Und ihr seht sogar, es ist eine deutsche Fassung. Aber ja, auch nicht so häufig. Stufe 1, der Nordwald. Und falls einer fragt, hast du irgendein Weihnachtsspecial vor? Ja, natürlich möchte ich damit sinnlose Sachen vorlesen. Freut euch drauf. Das Taschentuch der Muminmutter wird weggeweht. Was wir jetzt aus Kostengründen scheinbar nicht sehen, aber... Das Taschentuch bedeutet der Muminmutter viel, denn es steckt voller Erinnerungen. Und ich hoffe, es wird auch mal gewaschen. Dann steckt vielleicht noch nichts anderes drin. Der Mumintroll steht in den Wald, um danach zu suchen. Nee, Moment, der Mumintroll geht in den Wald, um danach zu suchen. Immer ein Spiel mit Karte ist immer gut. Sagt ja auch schon Ubisoft. Mal gucken, ob ich das irgendwie in den Früchten verstehe. Da war irgendwas Eigenwilliges. Das habe ich auf jeden Fall. Aber ist egal. Ist das gut, was ich hier mache? Ich denke, ja. Okay, dann Stufe 1, 2. Ach, genau, das kann man irgendwie als Helf gebrauchen. Achso, okay, da muss ich drauf, damit ich da dran komme. Haha! Jump'n'Run! Gott! 1-3. Ah. Okay. Kann man ein bisschen schneller schwingen? Natürlich nicht. Aber gut, das kriegen wir auch noch hin. Das Spiel ist länger als das, so wie es gerade aussieht, kann ich euch schon mal sagen. Uah! Ach, so geht das. Okay. Okay. Ah, ich bin der Beste. Einfach ein Mumins Gott. Okay, Aua. Bin mal gespannt, was nach Level 1 kommt. Das sieht mir sehr nach Tutorial aus.
Weil das Spiel ist länger als 10 Minuten, kann ich euch sagen. Okay, so nicht. Und dann von da aus runter, oder was? Ja, okay. Sind wir schon mal Level 1,7. Okay. Okay, verstanden. Auf die armen Raupis und dann weiter. 1,8. Okay, Moment. Genau, so kann man Health kriegen, genau. Ja. Muss ich denn jetzt hier ein paar Mal einsammeln, oder was? Ah, okay. Alle guten Dinge sind 3. Neun. Story. Bossfight? Ja. Okay. Das haben wir aber eigentlich so gut wie gewonnen. Komm mal her. Was für ein Bossfight. Moments goes Dark Souls. Soll ich noch weiter? Ja, ihn mich auch. Ist da jetzt hoch, oder? Ach, nur wieder so ein Survival-Ding, oder was? Ja, guck nicht so böse. Kann doch auch nicht anders. Was sollte ich denn da machen, außer doof gucken? Aua! Immer noch nicht? Wie viel muss ich denn hier einsammeln? Okay, jetzt zählt's. Wer bist du denn? Im Wald trifft der Mumintroll auf Stinky. Wir können uns vorstellen, wie er riecht. Er behauptet, das Taschentuch der Muminmutter gehöre ihm. Also fight! Das Taschentuch hängt in der Krone eines großen Baums. Der Mumintroll und Stinky klettern um die Wette. Oh! Ha! A und B abwechseln, ist gut. Oh, nochmal gucken. Alter, was macht er denn hier? Das ist doch Gummiband-KI, oder? Ja, jetzt habe ich doch. Hör mal. Decathlon-Weltmeister. Na, also. Der Mumintroll bringt der Muminmutter ihr Taschentuch zurück. Sie ist sehr froh. Natürlich. Deswegen dieses unglaubliche Grinsen. Der Mumintroll bekommt bestimmt ein leckeres Abendessen. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Das ist eine andere Geschichte. Stufe 2. Das geheimnisvolle rote Licht.
Im Mumintal spricht man von dem geheimnisvollen roten Licht auf dem Gipfel des Westberges. Der Mumintroll will das Geheimnis erkunden. Klar, sonst wird das Spiel auch aufhören. Also Level 2. Also ich finde das sehr charmant, das Ding. So, und ich glaube, das ist jetzt auch so, dass man so ein, wirklich so ein klassisches Jump'n'Run hat. Ja, ist jetzt nicht so schwierig, das Labyrinth. Okay. Mal alles absuchen. Okay, dann jetzt weiter. Geht's hier auch weiter? Da gibt's auch nochmal eine Höhle. Gehen wir nochmal in die Höhle. Wow. Ich vermute mal, hier sollte ich nicht sein, ne? Kriege ich nämlich super aufs Maul. Kann ich dich besiegen? Oh, nicht? Okay, das ist dann wohl eher eine Höhle, wo man nicht hätte reingemusst. Jetzt wird's ja doch ein Irrgarten hier. Ja, noch einen Weg. Dich kenne ich doch noch. So. Nimm das. Uah. Und weiter. Geht nur nach oben, ne? Nix einsammeln. Nur nach oben. Da machen wir das doch. Das war, glaube ich, nicht so schlecht. Okay. Ich sehe schon, vielleicht muss ich davon auch mal LP machen. Das ist geil, es ist sogar, ihr seht ja den Wind, ne? Sogar die Steuerung ist träger. Cool gemacht. Cool gemacht. Kann ich mich ducken? Natürlich nicht. Warum auch? Mumintroll hat Rückenleiden. Ganz schnell Ratiofarm-Werbung einblenden. YouTube, ganz wichtig. Werbung. YouTube, Werbung. Das Einzige, was diesem Unternehmen neben Geld wichtig ist übrigens. Okay. Plötzlich erscheint ein riesiger Felsbrocken vor dem Mumintroll. Der Fels versperrt dem Mumintroll den Weg und er kann seine Reise nicht fortsetzen. Der Vogel nimmt den... Ach, eine Fliege. Ein Fliege landet auf diesem unüberwindlichen Fels. Dadurch kommt der Fels aus dem Gleichgewicht und rollt auf den Mumintroll zu. Das heißt, wir spielen jetzt Indiana Jones, ja?
Der Mumintroll wird von einem riesigen Felsbrocken verfolgt. Bringe den Mumintroll in Sicherheit, indem du ihn schnell auf die linke Seite des Bildes bewegst. Okay, also ein fast so ein Endless Runner. Aber cool gemacht. Ah, komm, das schaffen wir. Nein! Okay, das war ein böser Sprung. Okay, also merke, da muss man auf die Höhe achten. Muss man schon auf das, in Anführungszeichen, Pult. Ja. Gut, dass ich es nochmal mache. Ich lerne. Lernresistente Onkel Venom. Deswegen mache ich auch keine Lernspiele. Da würden mich Vierjährige besiegen. Das reicht schon, wenn sie das in Fortnite tun. So. Nein! Jetzt springe ich zu weit. Schon. Ich hab's im Mumin-Urin. Keine Panik. Alles gut hier. Ich weiß schon, was ich tue. Wollte ich auch nur mal sicher gehen. Das war nicht so gut. Ich spring da immer zu weit. Warum denn? Komm, einen habe ich noch. So, das sollte es doch gewesen sein. Boah, das war knapp. Der Mumintroll hat den Gipfel des Berges erreicht. Endlich findet er heraus, woher das rote Licht kommt. Es ist ein großer Rubin, der nicht von dieser Welt zu scheinen seid. Zu sein scheint, so rum. Für eine Weile bleibt der Mumintroll wie hypnotisiert vor dem Rubin stehen. Aber plötzlich erscheint wie aus dem Nichts ein junger Mann. Natürlich tut er das. Er ist der rechtmäßige Besitzer des Rubins, natürlich, weil er das sagt. Als der Mumintroll seine Geschichte hört, beschließt er, den Rubin zurückzugeben. Der junge Mann ist hoch erfreut und verschwindet in einer fremden Dimension.
Bevor er geht, gibt er dem Mumintroll ein wunderschönes Geschenk. Es ist ein magisches Geschenk und heißt das neue Abenteuer. Okay, Stufe 3, wo ist die Drehorgel? Komm, das nehmen wir jetzt noch mit. Den Rest machen wir dann im LP. Im Muminhaus soll eine Party stattfinden. Dafür ist auch ein Drehorgelkonzert geplant. Aber die Drehorgel ist verschwunden. Jemand hat sie in den Wald gebracht. Natürlich, wo man halt Drehorgel so hinbringt. Der Mumintroll geht in den Wald, um nach ihr zu suchen. Und wie immer zieht er los. Okay, ist das wieder Einzellevel? Okay. Ja, ich finde das gut. Moomin's Tale. Wenn ihr die Chance habt, das Ding irgendwie auf dem Flohmarkt zu finden, nehmt's mit. Das macht Spaß. Glaubt's mir. So, das war das Special zum dritten Advent. Ja, und es wird auch was zum vierten Advent geben. Und es wird auch was zu Weihnachten geben und zu Silvester. Und ihr kennt mich. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Vielen Dank fürs Zuschauen, Mitmachen, Kommentieren. Hast du nicht gesehen, wer wieder sich hier hinterlässt, wird dann auch beim vierten Advent wieder begrüßt, gelobt und sonstiges. Und wenn ihr wollt, seid doch einfach mal live dabei. Ist nie so schwer. Links in der Beschreibung. Ich warte auf euch. Bis dann. Tschüss.